Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar mit Special Guest Milo. Der hat sich hier hinten bequem gemacht und pennt uns mal eine Runde. Und ja, heute soll es um dieses Buch hier gehen. Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern von Vic James. Und wie mir das Buch gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Dark Palace ist der erste Teil einer Trilogie. Im Englischen sind alle drei Bücher auch schon erschienen inzwischen. Ich würde sagen, ich erzähle euch erstmal wie immer, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um die Familie Hadley oder Heedley oder ich und englische Aussprache, ihr wisst, das ist nicht so ganz meins. Auf jeden Fall geht es um Luke und seine Familie und in der Welt, in der Luke und seine Familie leben, ist es so, dass jeder Bürger des Landes 10 Jahre Sklavenarbeit für den Adel ableisten muss und diese 10 Jahre können auf ganz unterschiedliche Art und Weise abgeleistet werden. Es gibt Sklavenstädte, in denen die Menschen untergebracht sind, wo sie unter ganz, ganz schlechten Lebensbedingungen arbeiten müssen und auch fast kein Geld dabei verdienen, um sich irgendwie Lebensmittel leisten zu können oder so. In diesen Sklavenstädten herrschen wirklich ganz, ganz schreckliche Lebensbedingungen. Und Lukes Schwester Abigail hat versucht, um diese Sklavenstadt sich drumherum zu mogeln und hat es geschafft, einen Antrag zu stellen bei der Behörde. Und so soll sie und ihre Familie zu einer Adelsfamilie kommen. Und bei dieser Adelsfamilie hoffen sie natürlich, dass sie angenehmere 10 Jahre haben, als wie in einer der Sklavenstädte. Und an dem Tag, wo sie ihre Sklavenarbeit antreten, stellen sie dann allerdings fest, dass etwas schiefgelaufen sein muss. Denn alle können zur Adelsfamilie, außer Luke. Luke wird in eine der Sklavenstädte gebracht, und zwar nach Millmore. Und er ist dann dort ganz alleine, ohne seine Familie, was eigentlich laut den Gesetzen nicht sein darf. Denn kein Jugendlicher unter 18 Jahren darf ohne seine Familie Sklavenarbeit leisten. Aber irgendwie ist das dort jedem egal. Und so wird Luke von seiner Familie getrennt und in die Sklavenstadt gebracht. Und das ist auch die eine Seite der Geschichte, die wir in diesem Buch haben. Auf der anderen Seite der Geschichte haben wir hier Lukes Familie, Abigail, Daisy und die Eltern. Und diese vier kommen zur Adelsfamilie Jardine. Die Jardines sind die älteste und reichste und berühmteste und gefährlichste Adelsfamilie des Landes. Und ja, Lukes Familie kommt dann dorthin und am Anfang scheint auch alles zunächst soweit okay. Und Abigail versucht, Luke aus dieser Sklavenstadt rauszuholen. Aber mit der Zeit muss auch sie erkennen, dass bei dieser Adelsfamilie nicht alles so ist, wie es scheint. Und Abigail entwickelt noch Gefühle für einen der Jardines. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und wieso, weshalb, warum und ob es der Familie gelingt, Luke aus dieser Sklavenstadt zu befreien und was Luke alles in dieser Sklavenstadt erlebt, das ist es im Endeffekt, worum es im ersten Teil Dark Palace 10 Jahre musst du opfern geht. Und ich muss sagen, dass ich vom Inhalt her fand, dass ich 2/3 dieses Buches gelesen habe wie eine Einleitung. Wirklich. Normalerweise bekommt man so auf den ersten 50 Seiten eine grobe Einleitung in die Geschichte. Man lernt die Charaktere kennen, man lernt die Umstände kennen und dann geht die Geschichte so richtig los. Und mir kam es bei diesem Buch so vor, als ob wir das hier 2/3 des Buches machen. Wir lesen dieses Buch aus verschiedenen Perspektiven. Wir lesen das aus Lukes Perspektive, aus der Perspektive von Abigail. Von Daisy haben wir auch ein Kapitel dabei. Dann lesen wir Kapitel aus der Sicht der Adeligen und es ist sehr, sehr vielfältig, was man hier liest. Man hat dadurch aber auch sehr, sehr viele Charaktere, die man liest. Und diese Charaktere müssen logischerweise auch alle irgendwie vorgestellt werden. Man soll einen Einblick auf die Charaktere bekommen. Man soll einen Einblick auf die Dynamik bekommen, wie dieses ganze Land funktioniert, wie die Adeligen mit den Bürgern umgehen. Und ich finde, dieses Buch braucht einerseits diese Einleitung von 2/3 des Buches, aber es ist für uns als Leser dadurch ganz schön. Ja, und ich finde, es fehlt einfach so am Anfang hier die Spannung in der Geschichte. Die baut sich so ganz, ganz langsam auf. Und ich muss sagen, ich habe echt gedacht so, oh Gott, dieses Buch, das wird eine Katastrophe. Aber als ich es dann beendet habe und die letzten 100 Seiten gelesen habe, hat sich für mich das Blatt hier nochmal gedreht, weil die letzten 100 Seiten haben sie mich definitiv gerissen. Die waren so ultra spannend, da ist so viel passiert und da ist dann die Geschichte auch so richtig in Schwung gekommen. Da hat die Geschichte nochmal Fahrt aufgenommen. Da haben sich die Ereignisse dann teilweise auch echt überschlagen und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich würde jetzt nach dem Ende auf jeden Fall auch den zweiten Teil lesen, denn ich hoffe, dass wir nicht nochmal im zweiten Teil so eine lange Einleitungsphase haben in die Geschichte. Und ja, also zum Inhalt kann ich nur sagen, dass es sehr lange braucht, ehe die Geschichte so richtig in Schwung kommt. Also man muss da wirklich so ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Aber dieses Buch liest sich extrem schnell. Ich komme jetzt an dieser Stelle gleich mal zum Schreibstil. Dieses Buch ist zum einen 440 Seiten dick und es hat eine wahnsinnig große Schrift, wie ihr seht. Also ich habe gestern Abend die letzten, ich glaube, ich hatte noch 180 Seiten gestern Abend und die habe ich in 2 Stunden gelesen und das ist wirklich schnell, also für mich das wahnsinnig schnell. Dieses Buch lässt sich echt einfach lesen. Man kann wirklich durch die Seiten fliegen und wenn man einmal in der Geschichte drin ist,
dann funktioniert das auch. Und wie gesagt, wenn man so die ersten zwei Drittel überstanden hat, dann ist die Geschichte auch echt spannend, dann ist sie interessant, dann spitzen sich die Ereignisse zu, dann weiß man auch, woraufhin das Ganze hinauslaufen soll, dann weiß man, was die einzelnen Charaktere, für was die stehen und was die so im Kopf haben, was die so für einen Plan haben. Und dann gibt es diesen einen Charakter, wo man einfach nicht weiß, was ist eigentlich sein Ziel. Und das ist auch sehr, sehr interessant und das fand ich auch sehr, sehr spannend gemacht. Und dann ist da im Vordergrund natürlich immer noch Luke und seine Familie, wo man einfach nur denkt, diese armen Menschen, was die alles erleiden müssen, das ist so krass. Und ja, also ich kann nur sagen, vom Schreibstil her ist dieses Buch echt einfach zu lesen. Es ist ein lockerer, leichter Jugendbuch-Schreibstil. Wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen zäh, aber dann nimmt die Geschichte Fahrt auf, dann wird es auch spannend und interessant. Und wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich dann auch und dann bleibt man als Leser auf jeden Fall dran. Ansonsten kann ich zum Schreibstil auch nur sagen, dass so ein typischer Jugendbuch-Schreibstil ist. Locker, leicht, einfach, lässt sich auf jeden Fall richtig gut lesen und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass wir hier verschiedene Charaktere haben, die so vordergründig eine Rolle spielen. Ich würde nicht sagen, dass wir hier in diesem Buch direkt den richtigen Protagonisten haben. Wir haben mehrere Charaktere, die wichtig sind. Zum einen Abigail, zum anderen Luke. Dann ist auch Silvian ganz, ganz wichtig und Gava ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, also dieses Buch hat keinen für mich so richtigen Protagonisten. Also es gibt keinen Charakter, wo ich sage, der sticht aus der Masse heraus. Wenn, dann ist es vielleicht noch Luke. Aber dadurch, dass wir das Buch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sichtweisen lesen, kann ich das nicht so richtig festmachen, dass wir hier richtig einen richtigen Protagonisten haben in der Geschichte. Und das finde ich auch nicht schlimm, das ist in Ordnung so. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Geschichte jetzt weiterentwickelt, wie die Charaktere sich weiterentwickeln. Ich muss sagen, Luke hat in dieser Geschichte schon eine richtig tolle Entwicklung gemacht. Er ist in sich gereift für sein Alter durch das, was er erlebt hat. Und auch ich fand auch die kleine Schwester Daisy mit ihren 10 Jahren schon sehr, sehr verantwortungsvoll und sehr, sehr reif. Und man merkt bei ihr natürlich auch das Kindliche und diese Naivität. Was Abigail betrifft, kann ich nur sagen, die tat mir streckenweise so ein bisschen leid, weil sie war diejenige, die sich für alles verantwortlich gefühlt hat, was ihre Familie betraf, und ihr ist das alles so nach und nach entglitten und sie wusste am Ende nicht mehr wirklich, was sie machen sollte. Ich muss sagen, Abigail hat sich in der Geschichte auch schon in eine gewisse Art und Weise weiterentwickelt, aber halt nicht so, wie man es vielleicht am Anfang erwartet hätte. Was Silvian und Gava und Jenna betrifft, die drei Söhne der Jardines, auf die bekommt man auch noch einen sehr, sehr guten Einblick. Und gerade Silvian ist ein Charakter, wo man nicht weiß, was dahinter steht, was er eigentlich plant, und er hat so viele Facetten. Das fand ich ganz, ganz toll. Also bei Silvian, wie gesagt, blickt man nicht so richtig durch, was genau sein Ziel ist. Er tut manchmal Dinge, wo man denkt, okay, der hat das und das vor, aber dann tut er wieder Dinge, die da total dagegen sprechen und gegen dem, was man jetzt von ihm denkt und gegen die Meinung von Silvian. Und ich finde, Silvian ist ein sehr, sehr interessanter Charakter und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Und ja, also was die Charaktere betrifft, fand ich super. Die Charaktere, die vordergründig eine Rolle spielen, haben mir gut gefallen und auch die Nebencharaktere haben ihre Rollen super gespielt. Also was das betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in Großbritannien. Wie gesagt, es ist so eine Urban-Fantasy-Welt, gemischt mit Dystopie. Wir haben ja so ein ganz normales Setting von unserer Welt, aber gemischt mit diesen Sklavenstädten, die es ja bei uns nicht gibt, und diesen Herrschaftsanwesen der Adeligen. Also es ist eine sehr, sehr interessante Welt und ich finde, die Autorin hat das gut beschrieben. Ich konnte mir die Sklavenstadt gut vorstellen. Ich konnte mir diesen Herrschaftssitz der Familie gut vorstellen. Auch die anderen Orte, die beschrieben wurden, haben mir keinerlei Probleme gemacht. Also was das Setting, die Szenenbeschreibung und das alles betrifft, kann ich auch nur sagen, hat mir gut gefallen. Hatte ich keine Schwierigkeiten mit. Mehr kann ich zum Setting auch nicht sagen. Wie gesagt, hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich hatte keine Schwierigkeiten damit, mir irgendwas vorzustellen. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch im Prinzip auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Dark Palace. 10 Jahre musst du opfern. Wie gesagt, im Großen und Ganzen eine wirklich coole Jugend-Urban-Fantasy-Dystopie-Geschichte, wenn der Anfang nicht so langatmig wäre. Also wer mit so Geschichten, die langsam sich entwickeln und die langsam entstehen, wer sowas gerne liest und wer damit keine Probleme hat, der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall anschauen. Wer aber von der ersten Seite Spannung und Action erwartet, der ist hier, finde ich, leider falsch, weil das passiert wirklich erst auf den letzten 100 Seiten. Und ich denke, dass viele Leute dann keine Lust haben, sich hier durch die erste Hälfte durchzukämpfen. Obwohl ich finde, dass es das auf jeden Fall wert ist. Aber ja, so viel noch als Hinweis von mir am Rande. Ich kann nur sagen, dass der erste Teil von Dark Palace im Großen und Ganzen eine gute Geschichte ist. Es ist keine Geschichte, die mich jetzt übermäßig umgehauen hat, wo ich übermäßig sage, wow, dieses Buch ist wahnsinnig gut. Nein, so war es leider nicht. Es ist eine gute, solide Jugendgeschichte. Wie gesagt, die letzten 100 Seiten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Und ich hoffe, dass die Geschichte sich da auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln wird. Und das war es dann auch an dieser Stelle von mir. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.